geht es wieder um einen blinden Nathaniel, der schon in Blind ist vorgekommen. Und zwar geht er ins Inselspital eine Koma-Patientin besuchen und plötzlich ist sie nicht mehr da. Er fragt dann die TV-Reporterin Mila Nova um Hilfe. Und die fängt ja auch an zu recherchieren und plötzlich merken sie, oh, da ist nicht nur eine Patientin verschwunden, sondern sie auch andere Patienten und Patientinnen verschwunden, die keine Angehörigen hatten. Und dann fangen sie an zu recherchieren, was mit denen könnte passiert sein. Und es gibt verschiedene Spuren, es geht unter anderem um Medikamententests am Mensch, aber auch um die Forschung am ewigen Leben. Und vielleicht werden sie fündig, aber das verraten wir jetzt hier nicht. Hat mich eigentlich kalt verwünscht, weil mein Buch ist genau dann erschienen, wo alle Buchläden zu waren, wo alle Lesungen abgesagt wurden. 24 Lesungen musste ich müssen absagen. Und es hat mich ein bisschen geärgert, weil ich eigentlich extra zurückgekommen in die Schweiz, um auch zu lesen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, es hat alle betroffen. Es ist niemand einfach easy durchgekommen. Alle hatten die eigenen Probleme gehabt. Und ich habe dann halt Zeit gehabt, zu schreiben. Es ist schwierig, einen Tipp zu geben, ein Erfolgsrezept. Aber ich kann sagen, es braucht die richtige Idee im richtigen Moment und ganz viel Glück. Ich habe, glaube ich, irgendwie den Nerv getroffen mit meinem Roman Blind in dieser Zeit, weil es das noch nicht gegeben hat, blinder Protagonist in dieser Form. Und ich weiss noch, das Telefon ist von meinem Agent und er hat gesagt, ich habe einen Verlag für dich. Und dann hat er gesagt, oh, jetzt können wir mit Lavalé und so weiter. Agent braucht es übrigens auch, wenn man im deutschen Sprachigen Raum erfolgreich sein will. Das ist auch sehr zu empfehlen. Und für mich, im ersten Moment, habe ich gar nicht begriffen, was das war. Und erst im zweiten Moment habe ich gemerkt, das war das Telefon, das ganz viele Schriftsteller ein Leben lang erfahren und es nur ganz wenige überkommen. Und eigentlich war es ein wie ein Lotto, ein Sechser im Lotto. Es war wie ein Sechser im Lotto. Und eben, ich glaube, es braucht auch Glück dazu. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine neuen Bücher viel, viel besser sind als die vorherigen, die ich noch nicht so bekannt war. Aber eben, es braucht sicher Durchhaltewillen, es braucht Glück und ja, vielleicht auch einfach noch ein bisschen Mut, dass man es einfach wagt.